In diesem Video möchte ich dir die Frequenz Reprogramm vorstellen, Change Your Belief System. Was bedeutet das? Jeder Mensch hat von uns ein Glaubenssystem oder Glaubenssysteme und wir laufen durch die Welt und diese entscheiden wie ein innerer Richter, wie wir reagieren, was wir glauben und wie wir mit der Welt umgehen. Und dadurch sind wir beschränkt, weil wir sozusagen immer dasselbe erleben, weil wir durch unsere Entscheidungen sozusagen auf die Zeitlinien wechseln können. Aber da wir ein Glaubenssystem haben, ein Überzeugungssystem oder festgefahrene Überzeugungen haben, ist es für uns verdammt schwer, dass wir uns befreien können aus diesem Muster. Und dadurch können wir keine neue Zukunft kreieren und erschaffen. Ja. Und bei dieser Meditation ist es so, dass du vorher eine Aufgabe hast. Und zwar, du musst eine Technologie verwenden, die ich entwickelt habe. Ich nenne es eine Quantenmeditation mit Quantensuggestionen arbeiten. Ja. Das bedeutet, du schreibst dir zuerst einen Glaubenssatz auf, den du zum Beispiel nicht übernehmen also, oder umprogrammieren möchtest. Ja. Ich muss zum Beispiel als Beispiel jetzt hier, ich muss viel und hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Das war nämlich früher mein Glaubenssatz. Ja. Und dann geht es darum, wenn du das aufgeschrieben hast, dass du realisierst, dass diese Überzeugung aus einer Neuronenverbindung auf Basis von Bewertungen deiner Vergangenheit kommt. Ja. Und dann schreibst du diesen Glaubenssatz um in einen gehirngerechten Glaubenssatz, in eine gehirngerechte Quantensuggestion. Ja. Und das sieht so aus. Ja. So selbstverständlich, wie die Sonne jeden Morgen in der Früh aufgeht und nichts dafür tun muss, um zu leuchten. So selbstverständlich bekomme ich von Tag zu Tag mehr, immer mehr Einnahmen und muss nichts dafür tun. Ja? Das heißt, du nimmst einen Fakt, der selbstverständlich ist, wie zum Beispiel, dass die Sonne jeden Morgen in der Früh aufgeht. Ja? Und die Sonne muss nichts dafür tun, damit sie leuchten kann. Ja? Und genauso selbstverständlich bekommst du von Tag zu Tag immer mehr Einnahmen und musst nichts dafür tun. Ja? Und damit programmierst du sozusagen dein Unterbewusstsein ein. Ja? Und diese Quantensuggestion ist so geschrieben, dass sie sozusagen eine tiefsitzende Überzeugung, eine Grundwahrheit annimmt und das umprogrammiert auf das, was du programmieren möchtest. In dem Fall, dass du XYZ als Ergebnis hast. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, ah, ich lebe in einer Welt, die ist nicht sicher oder die ist nicht wohlwollend, da brauchst du dir nur ein Szenario nehmen, wo du dich überzeugen kannst, dass es doch so ist. Wie zum Beispiel, es ist irgendwo ein Hurricane und eine Stadt wurde zerstört, dann kommen, wenn du die Welt ansiehst, immer von anderen Ländern Menschen von Rettungsorganisationen spenden und unterstützen die Menschen mit Geld, mit Nahrungsmitteln, mit Wiederaufbau und so weiter. Das heißt, die Welt ist sehr wohl ein wohlwollender Ort. Und da geht es darum, dass du eben deine Überzeugung durch Wahrheiten, die da sind, nimmst und umschreibst, ja. Wenn du dir diese Suggestion geschrieben hast, und das ist jetzt nur ein Beispiel dieser Suggestion, du kannst natürlich selber schreiben, wie du willst, aber es geht darum, dass du eine Grundwahrheit nimmst und diese umschreibst auf das, was du möchtest. Ja. Und dann geht es darum, dass du das auswendig lernst und diese Suggestion einfach kannst. Ja. Und dann geht es darum, dass ich dich dann in eine tiefe Entspannung führe in der Meditation. Und in der Entspannung geht es dann darum, dass ich dir sage, dass du realisierst, dass du viele Überzeugungen in deinem Leben hattest und dass diese vermutlich nicht gültig sind. Ja. Wie zum Beispiel, du hast früher an den Weihnachtsmann geglaubt und heute glaubst du vielleicht nicht daran, also nicht jeder. Du hast dich sozusagen in deiner Vergangenheit schon mal von einer Fehlüberzeugung umentschieden zu einer neuen Überzeugung, dass der Weihnachtsmann zum Beispiel jetzt doch nicht existiert. Ja. Und dann geht es darum, dass du diesen Zustand, als du deine Überzeugung geändert hast, das ging ganz, ganz einfach und ganz leicht und war ganz klar, übernimmst und dann auf deine aktuelle Situation überträgst. Ja. Und dann geht es darum, dass du realisierst, dass deine aktuelle Überzeugung obsolet ist und dann koppelst du sozusagen das mit der Erkenntnis und dann springst du mit dieser Erkenntnis gibst dir dann Suggestionen mehrmals hintereinander, so 10, 20 Mal von deiner neuen Programmierung. Ja. Und dann geht es darum, dass du deinen neuen Glaubenssatz hast. Ja. Und dann gehst du einen Gang entlang und dieser Gang führt dich zu zwei Türen. Eine Tür vor dir und eine Tür links neben dir. Links ist immer im Gehirn die Zukunft. Das heißt, immer wenn du etwas nach links gehst, dann gehst du in die Zukunft. Ja. Und dann kannst du folgende Option machen. Du kreierst ein Szenario, wo du sozusagen wieder diese Entscheidung treffen musst.
Und dann gibt es zwei Optionen. Deine alte Überzeugung, da gehst du durch die gerade Tür und du siehst, dass sich nichts verändert in deinem Leben. Oder du spielst dann das andere Szenario nach, du gehst durch die linke Tür und siehst, wie sich deine Zukunft verändert auf Basis deiner neuen Entscheidung. Ja. Und dann kreierst du sozusagen das hier und dann koppelst du diese Zukunft, die du schon gesehen hast und so weiter, mit einem Bild. Das heißt, du hast deine neue Überzeugung programmiert durch die Quantensuggestion und dann erzeugst du ein Bild und ein Szenario, wo du das noch erlebst und koppelst mit Emotionen und so weiter. Und diesen Film, das wird alles im Gehirn gespeichert, ja. Und dann gehst du durch diese Tür und dann stellst du dir eben sozusagen vor, wie du dann einatmest und ausatmest und deine neue Überzeugung und dein neues Ich, das in diese Tür gegangen ist und das diese Zukunft hatte, auf dich überträgt. Ja? Und dadurch hast du eben eine neue Realität erschaffen und dadurch kannst du relativ einfach Zeitlinien wechseln, also indem du einfach deine Überzeugungen änderst. Ja? Diese Meditation kannst du für alles Mögliche verwenden, darum heißt sie auch Reprogram, damit du auf der einen Seite dich, deine Persönlichkeit veränderst, dich auf andere Zeitlinien bringst, dir neue Situationen in dein Leben ziehst und damit sozusagen eine ganz, ganz neue Zukunft für dich erschaffst, also ein neues Ich kreierst. Und durch das neue Ich erlebst du eine ganz neue Realität. Ja, ab jetzt ist diese Meditation sozusagen verfügbar im Brainwave 3D Shop oder du kannst sie kostenlos testen in unserer Brainwave 3D App. Einfach auf brainwave3d.com/premium kannst du sie kostenlos downloaden. In der Kategorie Selbstprogrammierung findest du diese Meditation. In dem Sinne, viel Freude damit und ich wünsche dir alles, alles Liebe bei deinen neuen Zeitlinien, die du ab jetzt betreten kannst damit.